Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo. Willkommen zurück zu Overland. Ich klicke auf Fortfahren. Nehmen Sie übrigens am selben Tag auf. Allerdings habe ich gerade mit dem Ando-Grüße eine Timelines-Aufnahme gemacht und melde mich jetzt schon ein bisschen später am Abend wieder zurück, um weiter zu streifen. Wir sind am Ende der Wälder, wir streifen noch einmal durch die Wälder. Jemand muss los und die Blockade räumen. Ja, ich würde sagen, das macht's ihr drei. Aufbrechen. Tag 3 Nachmittag. Es sieht so cool aus, wie man da reinfahrt in diese Karte. Und es ist so einfach gemacht, sage ich jetzt mal, mit dieser einen Karte. Du hast nur dieses viereckige und es ist trotzdem so stimmungsvoll. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob euch das auch so geht. Ja. Ich find's cool. ich weiß gar nicht, was das hier für ein Symbol ist. Kann man da die Flasche reinschmeißen und dann. Molotow. Ah, okay, dann würde ich das quasi hier entfachen und eventuell eine Druckwelle auslösen oder das Ganze hier zum Brennen bringen. Dann nehmen natürlich auch noch den Benzinkanister, das wird das Ganze noch ein bisschen verstärken. Wir müssen entweder das hier wegbringen oder das Auto. Das Auto werden wir wahrscheinlich nicht wegbringen können, dann müssen wir das hier wegschieben. Okay, und wir müssen auf jeden Fall uns um die Gegner hier kümmern. Doch schon einige Gegner, die wir hier haben im Moment. Und das werden immer mehr. Da haben wir mal 1, 2, 3, 4, 5 Gegner. Der braucht doppelte Schaden, um zu sterben. Der hier unten auch. Das ist ein schneller da unten. Okay, es macht es nicht unbedingt einfacher. So, du könntest die Barriere zerstören, indem du reinbeißt. Ja, ist vielleicht gar keine dumme Idee. Eine müssen wir ja sowieso zerstören, dann können wir eine andere eventuell wegschieben. Aktuell ist es nicht so tragisch. Also aktuell kommt uns noch keiner gefährlich nahe. Okay. Beiß mal rein da. Sehr schön. Ein Stockerl ist dort zurückgeblieben. Das ist doch auch nicht. Das ist doch mal schön. Yu wird sich das hier gönnen. Mal reinschauen, ob wir da irgendwas finden. Ah ja, okay. Wir haben wieder ein Heil-Item da. Und Yuna kann auch rauskommen und kann ja eventuell das Heil-Item aufnehmen. Dann müssen wir wieder herumtricksen. Machen wir das mal. Okay, also Yu hat zu viel Items. Dann gib ihr mal die Flasche. Okay, das hat offenbar nicht gezählt. Das ist ja mal Beschiss. Ich hatte ja in unserer Pause das Fernglas ins Auto gelegt und das hat offenbar nicht funktioniert. Das heißt, come on, ey, nimm auf. Es ist ein bisschen sehr tricky. Und gib ihm das geben. Fernglas. Und von mir ist Medipack. Okay, dann du legst ins Auto das Fernglas. 2 von 5. Ja, okay, so ein bisschen was haben wir da noch. Das passt soweit. Das ist soweit okay. Das heißt, jetzt läuft Yu mit dem Schild rum und der Flasche und Yuna hat das Heil-Item dabei. Aha, okay. Gudi, Hundi, du kannst nichts mehr machen. Yuna kann auch nichts mehr machen. Switch mal wieder um. Ich
freue mich mehr, wenn sie die Geschichte trägt hier. Organisieren. Herc hat jetzt immer noch die Waffe. Das habe ich doch auch dem anderen gegeben. Was? Oh Mann, Leute. Hat er sich nicht gemerkt? Ja, das ist ja mal blöd. Okay. Das heißt, Yu hat jetzt das Messer. Yuna hat dieses Schildgeschichtel. Herc hat jetzt wieder einen Platz frei. Okay, das ist gut. Außerdem hast du jetzt die... Flasche, genau. Ja. Ja, von mir aus. Okay, dann ist das halt jetzt erstmal so. Okay. Gut, lauf darüber. Achso, du hast keine Waffe. Aha, ist das mühsam. Ist das mühsam. Yuna werden wir wieder in den Nahkampf schicken. Dann machen wir das halt so. Ja. Okay. Bisschen mühsam, muss ich schon sagen. Seht das? Kann ich jetzt daher laufen? Ohne verletzt zu werden? Steht halt leider nicht da, wo ich genau verletzt werde. Wenn jetzt der Gegner daher kommt, darf er dann auch angreifen oder darf er sich nur bewegen? Egal, wir werden es rausfinden, wir haben eh das Schild. Okay, du lässt auf jeden Fall mal was fallen. Oder? Schön, wenn man sich im Satz 10 mal selber widerspricht. Ja, haut die Flasche dorthin. Dann brauchen wir uns um den nicht mehr kümmern. Das ist gut. Dann machen wir das so, auf diese Art und Weise zu beenden. So, mit dem Auto können wir nichts machen. Das steht einfach da. Okay, das heißt, wir müssen die anderen Sachen beseitigen. Hundi, weiß bitte einmal rein. Ziehen, weiß ich nicht. Kann man auch killen. Braucht man nicht mehr wirklich. Ich meine, wir könnten es als Barriere nutzen für unser Auto, dass keiner das Auto angreift, aber dann wiederum haben wir ja auch Probleme, dorthin zu kommen. Also nee, schmeiß weg. Ruiniere und nochmal zerstören, bitteschön. Danke, Hundi. Du kannst mal darüber gehen. Oh, 1 von 5, na ernsthaft, okay. Gut. Okay, da gibt es ein Steinchen. Steinchen können wir natürlich verwenden, um den Gegner da drüben zu killen. Tauschen wir mal. Ich möchte eher ihn hier unten killen. Ich glaube, ich lasse ihn näher kommen und kill ihn dann. Okay. Hundi. Du kannst mit dem wahrscheinlich nichts anfangen. Dann muss ich Yu dorthin schicken. Hä? Was ist denn das für ein Item? Wieso kann ich denn damit nichts machen? Hä? Wie komme ich denn dann da durch? Hä? Muss ich das verstehen? Ich kann es nicht angreifen? I can't kill it? Ah, okay, und ich habe 3. Also das hat eine Haltbarkeit von 3. Okay. Gut, ja, dann wissen wir das auch einmal. Okay, also wir kommen nicht durch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall durchkrachen. Ist es das?
Oder kann ich nur nicht interagieren, weil der Hund da steht? Hundi, lauf mal weg. Ah ja, okay, ich kann es nicht schieben, ich kann es nur ziehen. Okay. Aha. Na okay, na gut, dann wissen wir da mal Bescheid. Wir sind eigentlich eh recht bald frei. Brauchen wir den eigentlich gar nicht killen, oder? Dann kann ich auch wiederum das Geschichtel da aufnehmen und abhauen. Brauche ja den jetzt nicht unbedingt killen. Hundi, kannst du ins Auto einsteigen? Nee. Okay. Dann Zug beenden. Oh. Ach, der kann dir das Auto auch anschieben, oder? Der wird das Auto in unsere Richtung schieben und blockiert uns damit auch wieder. Das ist blöd. Okay, das ist ein bisschen doof. Aber er kann das nicht machen, wenn ich hier jetzt sag, zieh das darüber. Dann sind nämlich zwei Geschichten hintereinander. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Okay, wir haben, glaube ich, sonst hier eh nichts mehr, was wir uns anschauen können. Dann werde ich mal einsteigen. Einschalten. Hundi, einsteigen. Und Monsieur, versuche auch einzusteigen. Der kommt als nächstes daher. Das ist blöd. Ja. Egal. Wählen wir mal den Zug. Ah, er läuft außen rum. Das ist gut. Das ist gut, dass wir ihn quasi nach außen getriggert haben. Dann füll er mal auf. Ja. Dann hast du wieder einen Platz. Dann steig ein. Dann wechseln wir auf You. Und You haut ab. Auf Wiedersehen. Es bringt uns nämlich nichts, die Gegner zu killen. Ich wollte das nur mal ganz kurz wirken lassen. Außerdem brauche ich noch ein Outro und das könnte eine ganz gute Stelle sein, um das zu machen. Wir sind wieder voll und was ich gerade noch sagen wollte, es bringt ja nichts, die Gegner zu killen, weil es gibt keine Erfahrungspunkte und deswegen haben wir eigentlich nichts davon. Wir sind jetzt im dritten Areal und Nachteil, wenn wir jemanden angreifen, dann kommen auch immer noch mehr Gegner aus dem Boden raus. Sind jetzt im dritten Areal, dadurch, dass wir den Felsstecher haben, das Fernglas, sehen wir auch schon, dass da hinten keine Fragezeichen sind, wo wir noch nicht hin können, sondern so Picknick-Geschichten. Das heißt, da kommt es, glaube ich, zu Tauschgeschäften, wenn mich nichts täuscht. Gut, was haben wir da vorne? Ein Auto, ein neues Auto, vielleicht ein richtig cooles Auto. Jemanden zum Mitnehmen. Wir sollten nachsehen, ob jemand zurückgelassen wurde. Wir sind aber voll. Ich mag eigentlich ungern jetzt jemanden hier lassen. Praktisch wäre es, wenn es hintereinander kommen wird. Erst ein neues Auto mit mehr Platz und dann neue Leute. Aber das ist ja so eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und da hinten haben wir dann Sprit. Und da hätten wir auch nochmal ein Auto. Ui, ich meine, wir könnten, ja, das bringt jetzt nichts, jemanden mitzunehmen und dann haben wir keinen Platz für den. Der kann nämlich auch nicht mitten herlaufen oder so, das heißt, wir müssten dann jemanden von uns da lassen. Da
Das ist doof. Nee, dann schauen wir uns das Auto an und hoffen wir, dass wir ein gutes Auto finden. Schön, Leute. Oh, Sonnenuntergang, das ist nicht so schön. Ein schönes Auto. Das ist wieder schön. Ein großes Auto. Das einzige Problem, was ich da sehe, ich glaube, wir haben nur zwei Plätze. Kann das sein? Wir müssten jemanden da lassen. Das ist blöd. Nee, das ist doof. Ich mag niemanden da lassen von unseren Leuten. Mag's ganz gerne mit Yu und Yuna schaffen, also sofern die natürlich überleben. Das ist die andere Sache. Und wir haben da vorne gleich eklige Gegner. Und was Neues. Eine neue Gegnerart, diese fliegenden Dinger, da weiß ich noch, die habe ich gehasst. Es kommen immer ekligere Gegner. So viel steht fest in die Gebiete, in die wir weiter vordringen. Darum habe ich auch im ersten Gebiet viel Zeit verbracht, da eigentlich alles mitgenommen, was ging, weil das doch relativ einfach war. Sonnenuntergang, wir wissen alle schon, beim nächsten Mal wird es wieder scheiße Nacht. Das wird heftig werden. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Wir haben diese großen Gegner. Sehe ich da was? Sind das die, die ich kenne, oder sind das andere? Die schauen nämlich so ein bisschen anders da aus. Die sind so ein bisschen gepanzerter, ob das nicht andere Gegner sind. Und die sind definitiv anders da unten. Okay, hier würde ich ganz gerne looten. Ich werde mal den Herc beordern. Und dann darf der Herc einmal zubeißen. Oh, da haben wir auch so ein ekliges Gegnervieh. Er kann sich gar nicht entscheiden, wo er zuerst hingehen soll, was er zuerst zerstören soll. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Da kann er nicht überall mal reinbeißen. Da kann er da angreifen und da kann er hier zerstören. Schauen wir mal, was das ist für ein Gegner. Okay. Das lief nicht so geil. Das lief gar nicht gut. Das lief überhaupt nicht gut. Das explodiert offenbar. Ach du Scheiße, das habe ich vergessen. Und unser Hundi ist angeschlagen. Wir haben ja zum Glück noch so ein Heil-Item. Das werden wir auch gleich brauchen. Du hast eins mit und eins haben wir im Auto. Ja, das ist gut. Wir könnten den Hundi gleich wieder hineinziehen. So, du kommst rein. Ich weiß noch nicht, ob man im Auto verarzten können oder ob wir dafür draußen sein müssen. Hundi hat jetzt jedenfalls keine Aktionspunkte mehr, auch wenn er direkt vor dem Gegner steht. Das ist auch blöd. Ich sehe es nicht genau, aber der hat irgendwie das gleich benommen. Ja, der ist auch. Ach so, die sind beide benommen. Das ist natürlich gut. Dann können wir den nämlich töten. Mit dem Messer. Haben wir im Auto noch irgendeine Waffe? Nee. Nee, leider nicht. Wir haben gar nicht mehr so viel Waffen, fällt mir gerade auf. Wir haben immer wieder alles dagelassen. Hundi ist eigentlich unsere beste Waffe. Und Herc hat auch außerdem so ein, hier so ein Gläschen. Mit dem könnte er auch noch angreifen. Okay, egal, wir müssen raus und müssen den mal töten. Das war ein bisschen laut. Vor allem, was haut er mit dem Messer drauf oder was, statt reinzustechen, einfach mal schön draufhauen. Das geht natürlich auch. So kann man es natürlich auch machen. Und Yuna, da brennt es jetzt. Ach, das ist natürlich super duper doof gelöst. Yuna kann eigentlich gleich im Auto bleiben und kann eigentlich gleich ein bisschen weiterfahren. Oh je, oh je. Oje, oje, Herky. Das, wenn ich das zerstöre, geht das Messer so richtig drauf. Ach so, er hat schon zwei Drittel verloren. Okay, das ist doof. Ich muss das hier mal nach hinten schieben.
damit ich ein bisschen mehr Spielraum habe zu unseren Dudes rein. Okay, und du? Du hast eh kein Heil-Item. Dann lauf mal nach hinten und schau dir mal die ganzen Boxen an. Machen wir mal was für unser Geld. Wir haben etwas gefunden. Eine Leuchtfackel. Okay, das ist für die Nacht besonders praktisch. Okay, Hundi kann nichts machen. Du kannst auch nichts mehr machen. Er erwacht wieder zum Leben. Da erwacht viel zum Leben, habe ich so das Gefühl. gut. Ja, kill mal. Was? Willst du mich verarschen? Die explodieren auch? Explodieren denn alle? Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich super. Wieso kannst du dich denn nicht teilen? Fehlt dafür ein Aktionspunkt oder was? Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich ideal. Oh Gott, oh Gott. Ich hasse sie jetzt schon. Ich hasse die ja jetzt schon. Das ist ja... ist ja übel. Okay. Dann müssen wir schauen, was wir hinkriegen. Lass die Leuchtfackel mal im Auto. Und heile sie. Ja gut, sie hat jetzt dann das Heilpack, mit dem sie den Hund heilen kann. Und Yuna kann... ja, kann er mal weiterlaufen. Die Fackel braucht sie jetzt eh nicht unbedingt. Kann sich wieder weiter kümmern. Hundi ist ja sehr angeschlagen. Hundi sollte auch auf jeden Fall mal... ja, so ein bisschen flüchten von da. Da kann er jetzt eh nicht großartig was machen. Oje, da hinten brennt es auch. Es fängt jetzt überall zu brennen an. Das ist natürlich der Nachteil, den wir jetzt haben. Dadurch, dass wir da ein Feuer ausgelöst haben. Eieieiei. Ach du Scheiße. Also, ich glaube, wir bleiben bei unserem Auto. Ich glaube, auf vielfachen Wunsch bleiben wir bei unserem Auto. Es wird immer übler. Es wird immer, immer übler. Du, heil ihn mal. Heil das Hundi. Nicht grauen, sondern heilen. Das klang gerade nach einem Furz, aber das wollen wir jetzt mal nicht weiter thematisieren. Okay. Da ist ein richtig fieser Möb da hinten. Noch könnten wir abhauen. Wenn der Möb da rüberkommt, ist es doof. Das ist so ein Explodierhannes, richtig? Das heißt, den sollten wir vielleicht eher aus der Ferne beackern. Mit so einem Fläschchen wird es noch gehen. Herky, du kannst es aber nicht schießen. Das heißt, du musst es auf jeden Fall jemanden geben, der es kann. Ja, wieso nicht gleich ihr? Hau rüber. Und Yu kümmert sich dann um das Vieh, wenn es uns zu nahe kommt. Wir wollen auf jeden Fall weiter looten gehen. Das heißt, Yuna läuft mal darüber und durchsucht mal. Ich hoffe, es gibt nicht eine plötzliche Explosion und alles fängt hier an, um zu explodieren. Also das hier brennt dann wohl in der nächsten Runde, aber erstmal noch nichts daneben. Wenn ich das richtig lese, wenn nicht, sind wir tot. Hätten wir auch gleich dorthin schauen können, wo es die neuen Crew-Leute gibt und uns das gönnen. Okay. Ja. Herky, was machst du? Jetzt, wo du wieder gesundet bist, wir wissen, wir wollen nicht diese ekligen Dinger hier angreifen. Die werden aber jeden Moment kommen.
Wir wollen auf jeden Fall aus der Ferne angreifen und die killen. Herc. Jump mal ins Auto. Da knurrt er. Kannst du einschalten auch? Leider nicht. Das wäre schön. Zu beenden. Achso, Lauf nach vor. Vielleicht, eventuell. Das Auto können wir halt, glaube ich, ziemlich sicher vergessen. Aber. Ja. Ach du Scheiße, da grabt sich ja alles aus. Das war auch klar, dass der darüber saust und uns verbarrikadiert. Das ist dumm gelaufen. Das ist richtig dumm gelaufen. Was hast denn du gefunden? Ein Radio? Ziemlich laut, mit Vorsicht zu genießen. Okay. Kenne ich nicht. Weil man kann es einschalten und kann die Leute irgendwo hinlocken. Aber dann würde ich ja alle von der rechten Seite auch mit darüber locken. Und da haben wir eh schon so viele. Lastwagen, 2 Leute. Okay, jetzt wissen wir es. Jetzt haben wir Gewissheit. Wir haben zwar 4 Plätze, aber nur 2 Leute. Da wäre Benzin drinnen. Aber ganz ehrlich, da will uns gerade alles ficken. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Habe ich da irgendwo noch eine Waffe? Was ist denn das? Ein Stecken, oder? Doof, doof. Ich hätte gleich fahren sollen. Ich hätte fahren sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. Jetzt sind wir am Sack. Ich sag's, wie es ist. Ich kann das hier nämlich nicht killen. Ich kann nur einmal drauf werfen und einmal kaputt schießen. Kann das hier auch nicht töten. Ich kann es nur bewusstlos machen. Die Sache ist, wir haben dann auf jeden Fall hier ein Kadaver rumliegen und kommen da nicht vorbei. Das heißt, wir müssen das hier entfernen. Mit dem dealen, ziemlich sicher auch mit dem hier dealen und auf jeden Fall auch mit dem hier dealen, nebenbei mit dem ganzen Feuer. Das wird nicht so easy werden. Also, das wird richtig heftig werden. Nicht sicher, wie wir das machen. Und das Feuer wird sich auch ausbreiten. Okay. Jetzt gilt's. Sie hat doch das Schild. Großer Vorteil vom Schild ist, dass es 2 Treffer aushaltet. Das heißt, sie kann daherlaufen, kann in einer Rettungsaktion Treffer einstecken, aber kann auch gleichzeitig hier dieses Geschichtel da entfernen. Das Wegschieben. Und uns Zeit verschaffen. Schieben oder ziehen? Vielleicht eher schieben, oder? Dass wir es halt garantiert weg von der Straße haben. So, jetzt stehst du da und kriegst auf jeden Fall 2-mal in die Fresse. Ist aber okay, du hast ja dein Schild. Du... Alter. You, steig ein. Steig ein. Komm schon los. Schalt ein. Und fahr mal. Wo fahren das hin? Wenn ich jetzt hierher fahre, habe ich das Problem, eventuell, dass das Vieh das Auto angreift. Ich könnte natürlich auch hineinziehen. Aber dann habe ich auch wieder das Problem, dass ich keine Aktionspunkte mehr habe, wahrscheinlich.
Ich sehe es halt hier leider nicht. Wenn ich jetzt auf hineinziehen gehe, was bedeutet das für die Aktionspunkte? Die sind, zwei habe ich noch und die sind dann zur Hälfte weg. Also könnte ich da noch weiterfahren oder nicht? Das wäre halt ideal, reinziehen und weiterfahren, weil wenn ich nicht weiterfahren kann, dann bin ich am Sack, weil dann ist das Auto der erste Angriffspunkt, dann wird das von dem Vieh angegriffen und von dem Vieh. Wenn es aber klappt, wenn ich da hergehen kann, die reinziehen und losfahren, ja, das wäre natürlich cool. Bei Rammen hätte ich noch einen Aktionspunkt mehr zur Verfügung oder weg? Ich, ganz verstehe ich es nicht. Wieso habe ich da zwei halbe weg? Was kann ich mit einem halben noch machen? Da habe ich nur einen halben weg, wenn ich das hier ramme. Das ist alles ein bisschen belastend. Was passiert mit dem Vieh? Das Vieh wird sich wahrscheinlich da herstellen und wird mir den Platz blockieren. Wird mich außerdem einmal angreifen, das Vieh wird mich auch einmal angreifen. Dann machen die ja sowieso den Platz weg. Ja, dann muss ich das machen mit dem Reinziehen. Probieren wir's. Fuck. Fuck. Und wir sind am Sack. Und wir sind am Sack mit dem Auto. Oh, ich glaube, das war der Fehler. Aber es ist so dämlich mit den Aktionspunkten. Das haben sie nicht gut gelöst. Das haben sie echt nicht gut gelöst. Okay, Herc hätte noch die Möglichkeit, rauszuspringen und einen zu killen. Ihn hier nicht, weil der explodiert ja gerne. Dann würde Herc einen Treffer kassieren. Kann Herc das Schild irgendwie nehmen? Herc nimmt das Schild, kassiert einen Treffer beim Rausspringen von ihm hier, lauft aber gleichzeitig hier und tötet das Vieh. Ja? Ja, einsteigen wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht, dass das Vieh aufs Auto geht. Wir wollen das Vieh schon ganz gerne triggern. Das Anzugreifen ist auch keine gute Idee, wie wir gemerkt haben. Beende, bitte nicht das Auto angreifen. Bitte nicht das Auto angreifen, bitte nicht das Auto angreifen. Da wird alles weggeschoben. Okay. Hundi. Hundi sieht so down aus. Ist Hundi jetzt verletzt? Alter, Herc, bist du jetzt verletzt? Du hast doch dieses dumme Schild. Und bringt dir das Schild überhaupt nichts, oder was? Leute, wo soll denn das? Manchmal bin ich echt entsetzt über das Spiel. Flücht mal. Ach, jetzt ist der verletzt auch noch. Ach du Scheiße. Ja, das ist doof. Noch mehr Medipacks haben wir halt dann nicht, Herky. Interessant, dass ihm das so gar nichts bringt. Interessant, dass ihm das so gar nichts bringt. Du kannst auch das Radio nehmen. ja. Du nimmst das Schild, du bist Nah- und Fernkampf. Okay. Ja, so. Wir haben noch ein bisschen Sprit, 9, und außerdem haben wir noch im Auto auch 2. Okay, wir haben Infos erhalten über nützliche Vorräte. Da haben wir das neue Auto. Und da haben wir Benzin. Naja. Eventuell noch mal ein neues Auto. Die Sache ist, jetzt wird es Nacht. Nachts können wir sehr, sehr wenig machen. Darauf müssen wir jetzt achten. Nacht ist halt sehr, sehr scheiße. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wie es uns in der Nacht geht. Ich würde schon ganz gerne zu dem Auto. Vielleicht haben wir da Glück und wir haben ein gutes Auto, wo auch alle drei mitfahren können. Und davor würde ich gerne noch woanders hin. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen.
und bis zum nächsten Mal bei Overland. Bis dann. Ciao.